Die Lobby auf 90 voll ist? Ja. Eine Minute. Haben wir eigentlich jetzt schon von vornherein kleinere Zonen oder? Nein, ich habe Standards gelassen. Okay, alles klar. Alles klar. Aber es kann jeder jeden zuschauen, wenn er tot ist. Ah, das ist gut, ja. Das ist gut. Kann man bei Custom Server eigentlich auch Bots aktivieren? Also, nein. Theoretisch? Mhm. Okay. Wäre natürlich noch mal interessanter, um ein bisschen Verwirrspiel reinzubringen, ne? Ja, aber ich find's witzig, dass sie uns zwei Flugzeuge für fünf Leute spendieren. Die Bots haben jetzt ja Loot, also so richtig schön Attachments und so, das hat mich letztens richtig irritiert. Wirklich? Echt? Ja. Ich habe letztens nee. Chaos Squad Bots gekillt und dachte, doch, dann hatten die Griffe und alles andere. Nee, das waren keine Bots dann. Okay. Ziemlich sicher doch, keine Bots. Das waren Bots. Die waren nur verdammt schlecht. Die waren einfach nur schlecht. Nein. Killkaufen. Weil wenn du in deinem wenn du in der Match-Übersicht guckst und die Leute anklickst, dann kannst du die Leute, die ein Profil haben, anklicken, das echte Spieler sind. Und die, die keine echten Spieler sind, kannst du nicht anklicken. Und die konntest du nicht anklicken. Das waren Bots. Okay. Also ich glaube, ich habe einem Bot noch nie ein Attachment abgenommen. Glaube ich nicht. Vielleicht lootest du deine Bots einfach noch nicht. Das ist es wahrscheinlich. Ja. Ja. Okay, Rondo, das ist ein bisschen entspannter, da hast Kirschblüten und so weiter, das ist keine Kohle und mit irgendwelchen Hochhäusern und so, das ist... Nicht so düster, ja. Ja, ganz ehrlich, ich brauche jetzt ein bisschen was Heiteres nach den zwei Runden hier. Gestern die Sessions mit Turtles waren auch ultra lustig, muss ich sagen. Da haben wir auch noch ein paar richtig coole Kills gemacht. Ah. Oh nee, wer ist denn da bei mir in der Nähe? Kommt drauf an, wo du bist. Ich dreh sofort ab. Ich will kein Metagaming betreiben und sage, wo ich bin. Schon zu spät. Schon zu spät. Dafür ist es bereits zu spät. Ja. Aber flott. Ey, die Map ist so riesig, ne? Das ist Kontrastprogramm jetzt hier. Und dann landet da jemand in meiner Nähe, ich glaub's nicht. Ich finde das ganz angenehm. Ja, ich nicht. Ja, das ist ja dein Problem. Ja. Ja. Auf jeden Fall trotz alledem entspannter. Man kann sich am Anfang so schön aus dem Weg gehen. Ja, der, ja, am Ende. Man landet mit Leuten irgendwie in der Nähe. Also. Ey, sag mal, habt ihr die Autos ausgemacht? Nein, ich hab ein Auto gefunden. Okay. Ha. Das wird gleich witzig. Hm. Sein und die ganzen Autos in dieser Nähe hier. Das ist ja schießen. Ist wieso okay, könnte? Er sagt er jetzt nur so, der schießt. Ja. Hey, alles gut. Na, hast du das Hupen gehört? Ja. Vielleicht. Ja. War mit Loot noch nicht fertig, deswegen habe ich nicht drauf reagiert, weißt du? Achso, okay. Ja. Das ist nicht multitaskingfähig. Ich kann immer nur eine Sache machen. Weißt du mindestens, wer da rumgefahren ist. Und die Sache, die ich aktuell mache, ist mich darüber ärgern, dass ich nur Schrottloot habe. Ich nicht. Du hast immerhin schon Loot. Blutschiff-Transmitter. Wollen wir Team? Der ist deaktiviert. Ah, geht nicht. Mist. Den kannst du liegen lassen. Nimmt nur Platz weg. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du es weißt. Ich wollte es nur noch mal. Ja, wir sind. Ich spiele auch mit, weißt du? Und es gibt. Genau, da ist es immer gut, wenn man das noch mal sagt dazu. Dann, ja. Genau. Es gibt immer ein paar mehr begriffsstutzige Menschen. Was meinst du jetzt damit? Gar nichts. Bananenbrot. Immer wichtig, wenn man nicht weiter weiß, Bananenbrot.
Ah, ja, morgen soll schneien. Und das ist auch immer so ein schöner Satz. Morgen soll schneien. Kann man Brot eigentlich einfrieren? Ja, das ist auch, das habe ich auch schon öfter, habe ich schon öfter gehört. Ich habe es auch schon mal gegoogelt. Und seitdem echt, kann man mich damit nicht mehr außen. Ja, ja, da gibt es Abhandlungen zu dem Thema im Internet. Ich habe da nicht gegoogelt, ich bin aus dem Elternhaus groß geworden, wo es eingefroren wurde. Wirklich? Ja. Ich hatte immer Angst, dass ich Brot nicht einfrieren kann, weißt du? Ich habe gesagt, oh nein, mach das nicht! Und man kauft immer, weißt du, man kauft immer ein Ganzes und friert dann die Hälfte ein, damit man nicht immer. Weißt, mit wenn man nachher Hälfte ein Doppeltes hat. Achso, damit man nachher ein Doppeltes hat, dachte ich. Ja, genau. Achso, ja, auch gut. Ich tue das immer dann so, zu du dem. Das ist richtig witzig. Wow. Ja. Nein, eigentlich gar nicht. Und das weiß ich auch. Da bin ich mir auch bewusst. Und den ziehe ich auch durch. Ja. Also, das ist das, was ich gerade sehr gut kann: nicht witzig sein. Ja, und das verdammt gut. Jeder hat seine Talente. Manche müssen sie nur noch entdecken. Ja. Oh. Ich bin auch menschlich scheiße, also. Sehr, sehr. Okay. Er ist, ist ein Tausendsasser, ja, genau. Ja, ja. Und konsequent in meinem Dasein. Bei mir hängt in der Schule mal, ich wäre Psychopath. Ja, ich mag auch keine Menschen. Du gefällst mir. I like it. Ja. Doch, Menschen sind toll, aber nur tote Menschen, weil die sind eigentlich voll. It's getting worse and worse. Ja so. It's getting worse. Also ist ja so. Ist ja sehr deep hier. Ist deep, deep. 6 feet. Under, nee, 7 feet under, oder? Ja. Es ist so tief, die Würmer kriechen schon in deinen Augenhöhlen. Ja. Ja, dann haben wir das. Ich such die ganze Zeit ein Auto und muss feststellen, es wird wieder ein Häuserkampf. Ich finde, wir müssen öfter zusammen spielen. Ja, ja, das machen wir. Also diese Sonntagsmorgenrunde, die hat sich mittlerweile etabliert. Die sollten wir echt regelmäßig machen. Ich finde die Morgensrunde auch. Genau, ich finde die Morgensrunde auch gut. So ab 21 Uhr, 22 Uhr ist super. So 21 Uhr morgens. Ja. Nee. Gestern Abend, ja nee, da war ich gestern Abend. Gestern, was meinst du? So eine Abendsrunde könnte man auch mal spielen. Weißt du, wenn es alle schon so ein bisschen angedödelt sind. Das kannst du auch morgens erreichen. Ja. Also bitte, das kann, genau. Doch, weißt du, jeder, der einen Kill macht, muss einen kurzen trinken. Ja, klar. Oh. Ja. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Dann sind danach entweder richtig besoffen oder alle haben oder stocknüchtern. So, was mache ich denn jetzt? Ich bereite mich gerade seelisch und moralisch darauf vor, in der Zone zu sterben. Außerhalb der Zone zu sterben. Ach, warum? Tja. Da habe ich das einzige Auto in der Umgebung. Das ist gemein, ohne Witz. Er hat mein Auto mitgenommen, ey. Ah. Ja, soll ich dich holen kommen? Ja, ich weiß aber nicht, wo ich bin. Das ist ein Problem. Ich bring dich auch direkt zum Arzt. Ja, musst du mir nur sagen. Ja, die nächste Frage ist, ob du das denn überleben wirst. Naja, nach dem Umps-Spray von vorhin, glaube ich, wenn er kein Extended Mac hat schon. Killkraft. Ey, weißt du, meine Hände sind so kalt. Das ist richtig unangenehm. Was meinst du? Du musst dich auf deine Hände setzen, dann wärmen die sich auf. Ja, und wie spiele ich dann? Das ist, you can only have one. Ja. Du musst lernen, ein eiskalter Killer zu werden. Ein eiskalter, ja. Ein eiskalter Killer. Das bin ich schon. Ja. Jetzt muss ich nur noch im Spiel werden. Ein Killerkapfen. Ja. Ja. Also so schön bunt es hier auch ist, ne, aber es stresst mich immer noch hier, dass hier wieder irgendwo jemand lock sitzen kann und ja. Echt wirklich? Also ja. da fand ich Haven Faktoren. So 9 mm durch den Kopf jagt. Mann. Weil er ja das 9 spielen. Weil er keine 7.62 gefunden hat, so wie ich. Na, 9 mm ist mächtig, die JS9 ist ziemlich Lasergun. Ja, die JS9 ist richtig toll.
Also locker die über 200-300 Meter kannst du damit Kills machen. Ist ultra krass. Also das Ding ist eigentlich echt overpowered, finde ich. Also das hat halt irgendwie, die haben vergessen, den Rückstoß einzustellen. Keine Ahnung, was sie sich gedacht haben, als sie das Ding da ins Spiel mit aufgenommen haben. Oh, da hat er kurz aufgehört zu reden. Da ist bei ihnen wohl Stimmung, ne? Stimmung! Die MP9 ist fast gleich wie die... Ja, das stimmt, ja. Oh shit, ich habe keine Munition mitgenommen. Ja, nicht, ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Können wir gerne sehr gut mit umgehen. Wir geben dir welche. Einzel. Möchtest du Einzelfeuer oder Dauerfeuer? Ja. Genau so. Okay. Warum steht da ein Auto mitten auf dem Feld? Weiß ich nicht. Das weiß keiner. Aber geh mal nicht hin. Hab ich das nicht gehört? Manchmal stehen auch Fahrzeuge tatsächlich auch nur so. Nee, aber da sind wenigstens kleine Wege eingezeichnet. Wirklich? Nee, die können auch wirklich in der Pampa stehen, oder? Ja, wenn da so Feldwege sind, dann ja, stehen die auch manchmal dort. Wenn da aber nichts ist, dann wird da wahrscheinlich niemand sein. Eieiei, was sehe ich da? Was siehst du denn? Ein schönen Helikopter, wo jemand dranhängt. Das ist toll. Oh. Ich kann mir auch schon denken, wer das ist. Okay, und wer? Das wird da jemand, das muss jemand sein, der zu faul zum Laufen ist. Oh shit. Les! Ja, ja. Ich glaube, das ist ganz klar du. Au, Bridge Game oder was? I like. Sicher? Ja. Ja. Die Antwort ist ja. Nein, dass es ein Bridge Game ist. Da war doch, also an der Bridge hat gerade einer lustig rumgelurcht. Okay. Hast du den gesehen? Im Rückspiegel nur. Ah, fährst also Auto. Ja, wie gesagt, ich bin auch zu voll zum Laufen. Ja, das weiß ich. Das ist ja auch nichts Neues. Mein Spiel ist ausgegangen. Let's go! Oh Gott, Leute. Nix, nix. Die Angesprochenen wissen schon, was ich meine. Gut, mal gut, dass ich die Attachments aufbewahrt habe. Oh, jetzt wird's aber schon deutlich kleiner hier. Ja. Ach so, ihr seid ja beim EMP da oben. Warum, hey Leute? EMP? Was ist ein EMP? EMP sind diese Impulswellen, die dein Auto und alles deaktivieren. Ah. Oh, du schießt da, ne? Nein. Nein. Ja, alles klar.
No more questions asked. Aber auf wen hat er geschossen? Ich weiß es. Und auf wen? Der soll sich angesprochen fühlen. Oh? Geh nochmal bitte zurück, da wo du hergekommen bist. Einmal ein bisschen rüber. Klar. Mach ich jetzt, komm. Ja. Nee. Nein! Das darf nicht sein. Was darf nicht sein? Das ist ein Pleasure. Oh, no way! Ich meine natürlich. Nur du ausgenockt? Ja, der hat einen Safe Revive. Scheiße. Oh no, das war einfach nur dumm. Dass ich den Safe Revive an der Stelle geplant habe, war einfach nur dumm. Oh shit. Das war nur Glück, dass ich den Heady reingedrückt habe. Der Heady kam gut, ey. Ich dachte, ja gut, der trifft sowieso nichts, ne? Aber. Vorsicht, es kommt. Eine Stange vor. Ja. Da habe ich mich echt dumm angestellt gerade. Das hätte ich easy in der Tasche haben können. Oder zumindest hätte ich da nicht sterben müssen. Du hast dich zu wenig bewegt, sag ich mal so. Ja, ich habe nicht gecheckt, dass du du warst weiter rechts, als ich dachte. Ich dachte, du bist weiter links. Ja, aber ist wurscht, also ich hätte einfach noch hinter das Haus laufen müssen. Ich habe gerade Steps gehört. Hast du? Ja. War schlecht. Schießt er denn permanent auf mich? Ich. Es ist die Revenge. Ja, hast du den nur gehört oder siehst du auch jemanden? Guck mal, ich sehe zwei Leute. Oh, ich hab heute im Bug, einer krabbelt gerade. Steht auch. Und einer fällt auch. Oh, da ist der Zwerg auf dem Berg. Ja. Hey! Tschüss. Alter, du hast mich geschossen! Ich? Oh, ich hab so knapp verfehlt, Mann. Ich hätte dir fast einen saftigen Handy gegeben. Jetzt weiß ich auch, wo der Scharfschütze ist. Sehr schön. Ja, sag mal bitte. Es ist ja furchtbar, was da abgeht gerade hier, ey. Oh Mann. Also Scharfschütze nicht, aber Schütze. Schütze. Blei in die Heide. Blei in die Heide? Ja. Was heißt das? Ja, jetzt erklär mal. Oh. Das heißt, ja, ich schieße halt mehr daneben, als ich treffe. Ja, genau. Ach sowas. So, ja. Also ganz normal. Genau. Scharfschütze, zeig dich mal bitte. Oder Schütze. Schütze. Genau, Schütze Meier, zeigen Sie sich mal. Wo haben Sie denn zuletzt getroffen? Genau. Es ist so ein rattiges Spiel. Naja, aber Haven war da schlimmer. Ja, weil Haven kleiner gewesen ist. Das heißt, man hat viel mehr das Rattige gemerkt. Aber hier sitzt ja trotzdem jeder überall. Hier sitzt jeder überall. Jaja. Naja, jetzt hört es mit dem Sitzen bald auf. Die Zone wird kleiner. Es gibt vor allem keine Gebäude mehr. Das heißt, jetzt müssen andere Taktiken begreifen. Taktiken? Was? Ne, alles gut. Einfach ignorieren, was ich sage. Ich rede eine Menge Bullshit. Klingt so gut. Ja. Oh no. Oh no. I love it. Oh no. Oh no. Warum spielen wir eigentlich TPP? Das ist gut. Danke, Lehrer. Ich fühle mich sonst so. Ah. Der Yatria trifft, das muss ich ja so abspeichern. Der kein Leben. Wusste ich nicht. Und auf wen hast du geschossen? Also hast du auf jemanden geschossen, oder? Auf mich hat er vorhin geschossen. Deswegen habe ich die Information aus erster Hand, wenn du so willst. Nein, das meinte ich doch gar nicht. Aus erster Hand. Du hast die Information nicht mehr, du bist tot. Ja, die Information kam mit Überschallgeschwindigkeit zu mir. Direkt ins Hirn. Die kam sehr schnell, kam diese Information angeflogen.
Du kannst übrigens in Self-ID nicht abbrechen, ne? Habe ich auch rausgefunden, falls ihr das nicht wusstet. Wusstest du das nicht? Nee, ich wusste das nicht. Das wussten wahrscheinlich mal wieder alle außer dir. Ja, nee, aber jetzt weiß ich es auch. Ja. Und selbst wenn du Self-ID nutzt, ja, du musst ja danach noch auf die Waffe wechseln. Ja. Also, das ist voll ätzend. Und also lieber einfach direkt sterben. Und hochheilen. Ja. Ja, aber ich meine, derjenige, der trifft, der war ja einen halben Kilometer weit weg. Also das hätte ich schon alles hingekriegt, wenn ich mich nicht so dumm angestellt hätte. Aber ja, hätte. Die Tankstelle hat vorhin nicht gebrannt, ne? Nicht? Ich hab die vorhin hochgejagt, um euch mal ein bisschen aufzuschrecken. Wer von euch? Ich kann eure Stimme nicht auseinanderhalten. Wirklich? Komp hat die hochgejagt. Ah, okay. Komp Mode klingt eher wie mein Bruder, muss ich ehrlich gestehen. Und wer weiß, vielleicht wie mein Vater aktiv war, kann ich nicht beurteilen. Das ist geil. Ich sehe mit Bart aus wie der beste Freund meines Vaters. Oh, Mist, ey, hätte ich doch gewartet, bis du stehen bleibst. Es leben vor allem ja noch vier, wer lebt denn alles? Ja, es leben auch alle außer mir. Ja, ich weiß nicht, wer mitspielt. Kompmod, Yatra, Killkarpfen und Zitronius hat, ja. Der Zitronius sagt gar nichts mehr. Stimmt, den haben wir schon vergessen. Wir haben vergessen, dass er da ist. Das ist wahrscheinlich AFK. Trinkt sich einen Kaffee und freut sich. Ja. Der liegt letzte von uns liegt irgendwo im Busch. In einer Zone. Liegt irgendwo im Busch. Und er hat dann einfach ganz entspannt einen schicken Dinner gemacht. Ist wieder da, ist wieder da. Also alles klar. Ja. Noch schnell die Rouladen in den Ofen. In der Ruhe liegt die Kraft. Da ist die Kraft weg. Also ich muss sagen, Zuschauen macht fast mehr Spaß als selber spielen. Deswegen schieße ich immer absichtlich vorbei, wisst ihr? Ja. Ich kann ja durchswitchen. Nee, ich kann nicht durchswitchen. Zitronius, wir können nicht durchswitchen. Müsstest du schon können mit Bild auf, ab. Bei 5 meinte vorhin jemand. Nein! Oh Gott. Oh, verdammt. Jetzt musste ich aus der Zone raus. Oh mein Gott, so verkackt. Also da hatte jemand mehr Glück als ich vorhin. Das ist schlecht. Ey, mach doch nicht diesen hier. Sashimi. Aha. Horrible. Sag mal! Oh! Danke! Auf den du schießt, der neben dir stand! Sau gut! Vielen Dank! Sau gut!
Ja, dann habe ich nicht gesehen. Echt jetzt nicht? Nee. Sau gut. Oh mein Gott. Sau gut. Da hatte er die Wahl zwischen Sniper und Molly. Ist ja schön, wenn die Probleme sich von selbst. Oh no. Jetzt bin ich das Problem scheinbar für ihn. Lol. Das? Ja. Guck mal auf der Karte bei Lo Hua Sing, was ist das denn? Was ist da denn los? Ich kann gerade nicht, ich muss mich gerade auf Yatria konzentrieren. Oh ja. Oh ja, von der Kamera von oben. Dann kommt sie. Das war gemein, ey. Nicht schlecht, hey. Nicht schlecht. Die Genugtuung habe ich zumindest, dass ich von demjenigen, der am Schluss das Ding erledigt hat, weggemacht wurde. Mama mia, ey. Dips Yatra, den Namen muss ich mir echt merken, ey. Wenn der auftaucht, dann gleich mal Kopf hinter die Mauer stecken hier. Gleich reporten, ne? Ja, gleich reporten hier, genau. Der cheatet auch ganz öffentlich, also das, kannst du kann man ja einfach folgen. Da gibt's einen Stream von dir, wo du da die ganzen Hacks mal vorstellst. Hacks vorgestellt mit Yatra. Okay, cool, war ein schönes Spiel. Mach mal gerne wieder. Schreib mir im Discord. Und dann Yatra, komm einfach mal zu uns in den Discord. Ja, gerne. Cool, machen wir so. Also, dann macht's gut. Jo.